Und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Unbound. Hab ich gerade herzlich willkommen gesagt? Bruder, sag ich das sonst auch? Keine Ahnung. Wir machen heute Drift-Spaß. Gegen Halo, let's go. Wir müssen eine zerstören. Gib Kohlen. Sollte ich also versuchen. Ich könnte neu starten, wenn ich dadurch verliere. Ich muss sagen, ich hatte gerade eine sehr angenehme Erfahrung mit dem Jesko, mit dem Regera. Nicht Jesko. Der Regera, den ich dauernd Jesko nenne. Namen habe ich allgemein nicht so. Von daher. Okay, wenn ich die jetzt richtig heftig reinhämmer, ne? Zerstöre ich sie nicht, schade. Gut, ich könnte natürlich versuchen, die in ein anderes Auto zu fahren. Dann müsste ich jetzt mal warten, bis einer vor mir ist, oder neben mir zumindest. Was zweifle ich an, Brudi? Ja doch, du verlierst schon ziemlich oft eigentlich sogar. Okay. Das lief ja nicht so gut. Aber halbwegs so schlimm. Wäre halt super, wenn hier jetzt ein Gegenverkehr kommen würde. Und ich sie da einfach so ein Stück reinschieben könnte, ne? Ich wollte sie eigentlich gerade rammen, aber gut. Klar, also wenn mir jemand so richtig hart hinten reinfährt, dann bin ich natürlich kaputt. Und wenn den jemand hart hinten reinfährt, dann passiert exakt gar nichts. Ehre. Das war die Chance. Die musste ich nutzen. Das war echt optimal. Wie ist er nach vorne gekommen? War er nicht gerade nach hinten? Ich habe auch keine Ahnung, warum das scheiß Rennen hier Drift-Spaß heißt. Ich würde es aber gerne gewinnen, muss ich zugeben. Das sind immerhin 6000, die mir sehr gut zu Gesicht stehen würden, muss ich zugeben. Vor allem, ich habe ihn gerade zerstört und er ist vor mir. Da wollte ich ihn auch härter rammen. Das war ärgerlich. Schade. Starte ich das dafür neu für 6000? Drauf geschissen, ne? Fick 6000. Ja, drauf geschissen. Ganz ehrlich. Sehr schön. Ja, ist mir eigentlich egal, dass ich verfolgt werde, denn... Kennst du, ich starte das Spiel einfach neu spielen. Weil bis da unten hinzufahren ist mir echt zu anstrengend. Ich bin fast kaputt. Spiel verlassen, ja. Und dann wieder neu rein. Ist das Spiel eine Fotze zu dir? Sei eine Fotze zum Spiel. Let's go. Fuck, ey. Meine Güte, Buddy, ey. Buddy, der macht sonst nie irgendwas. Der hält uns eigentlich immer schön die Schnauze. Ich würde sagen, wir gucken kurz dahin. Let's go. Dann sind wir nämlich für den Tag fertig. Natürlich ist der nicht kaputt. Warum sollte der kaputt sein? Wenn ich mit dem irgendwie mit 200 reinhämmer. Ja, mach mal. Wie bist du so schnell umgedreht, mein Freund? Du standst ja nicht mal grob in die richtige Richtung gedreht. Das wäre erstmal Optimum. Auto, du darfst auch wieder losfahren. Ich glaube, hier ist leider kein Tunnel in der Nähe, oder? Ist hier ein Tunnel? Ich wollte ranzoomen eigentlich. Nee. Ein überdachtes Gebäude oder so? Bleib dran. Unterstützung ist unterwegs. Ja, hier wäre ein überdachtes Gebäude.
Nur die Frage, ob das reicht. Reicht offensichtlich. Zielperson hat uns auf Rose Hill Drive abgeschüttelt. Er weiß natürlich zu 100% genau, wo er hinfahren muss. Nicht, dass er Hedi keine Ahnung hat, wo wir sind. Und uns dadurch nicht finden kann. Nein, er weiß genau, wo er hinfahren muss. Ich mach das kurz alleine, bis gleich. So. Ganz kurz mal abgehängt, kurzes Ausmaß gewechselt. Hat gepasst. Easy Game. Wir gucken heute mal, was wir an diesem Auto noch beenden können, noch verändern können. Ich habe nämlich Bock, den ein bisschen umzubauen. Der sieht ja so schon ja, aus wie ein Supersportwagen, aber halt wie ein langweiliger Supersportwagen, finde ich. Bin mal gespannt, ob es für den Bodykits gibt. Ich schätze nein, wenn ich ehrlich bin. Kann ich mir nicht vorstellen. Erzähl dir was? Vielleicht sage ich das nicht häufig genug. Aber ich bin froh, dass du dich für diese Werkstatt entschieden hast. Mein Vater liebte die Rennen, ich liebe sie und jetzt auch du. Schön zu wissen, dass der Laden immer in guten Händen sein wird. Ja, man kann halt marginal das Auto verändern, ne? Man kann halt einen ultra hässlichen Flügel hinten drauf bauen. Einen nicht so schönen. Also das ist einfach nur eine Heckstoßstange ändern, die auch... Na, sieht aus wie eine GT-Heckstoßstange, finde ich. Ja, oder halt so ein Riesenflügel, den ich gut finde. Aber das ist halt irgendwie nicht so viel, ne? Was kann man denn allgemein verändern? Geht denn irgendwas an der Frontstoßstange? Ja, da geht sogar relativ viel, Alter. Ich hätte gern Wagen gesehen. Und ohne. Ja, nee. Das ist Serie. Es geht aber auch das Serie, okay. Und dann geht einfach eine riesige Lippe vorne dran. Das ist so ein bisschen McLaren, finde ich. Oder das. Ich muss sagen, ich finde das ganz gut tatsächlich. Was geht in der Motorhaube? Die Alchemist Motorhaube sieht eigentlich genauso aus. Ah, die hat andere Vents. Okay. Die ist alle nicht super stark. Ich glaube, die hier mit am stärksten. Naja, weil die macht den Lufteinlass da unten noch ein bisschen sinnvoller. Weil eigentlich sogar nicht mal. Ja, sieht ganz gut aus. Scheinwerfer. Können gerne erstmal die Farbe bleiben. Frontleitbleche. Nee, finde ich an dem Auto nicht so geil. Seitenschweller. Finde ich ganz gut. Außenspiegel gibt's halt. Die finde ich ein bisschen too much, ey. Ja, die finde ich ganz gut. Ja, Fenster kann man nur schwarz machen, ne? Auspuff. Ja, man sieht halt hinten eh fast nichts, ne? Ich muss sagen, für diesen mittigen Auspuff auch gar nicht mal so hübsch. Die sind cool, aber ich finde die an dem Auto übertrieben. Mach mal... Die gefallen mir gut. Heckstoßstange. Ich möchte gerne gucken. Danke. Schon besser? Die fühle ich gar nicht. Die ist irgendwie so ein hässlicher Diffusor da hinten drin. Keine. Carbon. Shidori. Ich finde die eigentlich ganz okay. Ne, ein bisschen mehr Wagenfarbe hinten. Muss sagen, für die Carbon-Sachen allgemein ganz gut. Jetzt könnte man nochmal den Nummern, Auspuff sich angucken. Plötzlich sind die ganz woanders, okay. Finde ich die ganz gut, muss ich sagen. Ne, die wären geplant gewesen, die sehen auch ganz gut aus da drin. Weil die halt so ein bisschen bündig sind. Aber ich finde die so als Jet-Optik gar nicht schlecht. Auf jeden Fall muss hier ein dicker Spoiler drauf. Das sieht halt ultra scheiße aus in meinen Augen. Das sieht auch nicht cool aus.
Okay, schade, der richtig dicke ist inkompatibel. Aber der sieht auch ganz gut aus. Komm mit Leben. Gut. Und dann muss ich sagen, Kofferraumdeckel. Jetzt ist uns irgendwas? Nö, finde ich die ganz gut. Ah doch, hinten. Ja, ich glaube, da finde ich die ganz gut. So. Und dann hätte ich gerne noch die Räder bearbeitet, weil die Felgen sehen echt nicht gut aus. Wobei es halt originale Felgen sind, ne? Was könnte denn auf diesem Auto gut aussehen im Design? Irgendwas bisschen abgedrehteres, finde ich. Könnte hier ganz gut drauf passen. Naja, Farben kann man hier eh nachher noch machen. Also was sieht halt auch geil aus, ne? Ich hätte gerne halt sowas Verdrehtes. Ich finde tatsächlich nicht die Farben, die Felgen, die ich meine. Gibt's die hier nicht in dem Spiel? Na, sowas hier, aber halt noch ein bisschen weiter verdreht. Tomaso und TN38 oder so zum Beispiel. Ne, das hier ist auch schon so ein bisschen verdreht, aber nicht genug, finde ich. Ich guck noch einmal durch, aber ich habe die Befürchtung, dass es die nicht gibt, die ich meine. Nö. Okay, dann kann ich es eigentlich auch lassen. Die Felgengröße kann man auf Serienteilen nicht bearbeiten. Gut, dann bleibt das so. Okay, dann hätte ich gerne noch den Stance ein bisschen verändert. Auf jeden Fall kann die Karre mal runter. Boah, nee, das ist schon... Ne, das passt. So, Lackierung und Folie. Folie bearbeiten. Folie. Nee, ich wollte sie nicht bearbeiten. Ich wollte nicht in die Bibliothek. Ich wollte Community gucken. Was gibt's denn für das Auto Schönes? Ja, ein bisschen schlicht. Ich muss sagen, ich finde die Grundfarbe scheiße halt. Dieses Blaue gefällt mir nicht so gut. Nee, Rot finde ich nicht gut. Das mit zu viel. Das finde ich gut, aber matt wäre cooler. Viel zu viel. Nö. Nö. Den überspringe ich direkt. Sieht auch gut aus, ne? Ich hätte gerne eigentlich was Mattes. Das matt-schwarze eben hat mir schon gut gefallen, muss ich sagen. Matt-rot? Shit. Gefällt mir sehr gut. Mir auch sehr gut. Ja, ist mir wieder zu grell. Okay, das ist zu übertrieben, aber das ist von der Farbe her extrem. What the fuck, ist das Chrom? Keine Ahnung, Alter. Das kann auch gut aussehen, so ein Rennwagen-Style. Das sieht das matt aus auf den Bildern, aber das ist gar nicht. Doch, das ist matt. Aber das finde ich zu viel. Das gefällt mir sehr gut, das wird's. Erfolg! Okay, Bruder. Wenn du das sagst. Ja. Ich würde sagen, ab in die Nacht, ne? Was haben wir denn heute für Aufgaben? Speedrun wäre in einer Verfolgungsjagd mit Spannungsstufe 5, 20 beinahe Unfälle und einer Verfolgungsjagd zu entkommen ohne Tankstellen nutzen. Das sollte jetzt alles nicht so schwer werden. Lohnt sich nicht. Ja. Ja, aber es ist B, also mache ich nicht. Na, also nur das. A plus ist schon, hm. Okay, 3. 4. Das ist aber viel Startgeld. Aber wir kriegen auch ein Musialago SV09. Okay. Gut, hatten wir das schon? Ja, das hatten wir schon. Also das ist jetzt 1, ne? Nee, gar nicht wahr, das wollten wir nicht machen. 1. Oh. 2. 3, 4. 5. Ist das ein Drift? Das ist ein Drift S Plus, geil. 6. 7. 8. 9.
9 Rennen. Okay. Dann machen wir als allererstes das da oben, würde ich sagen. Das ist das letzte Rennen für heute für den Part. Denke ich. Das will ich aber nicht vor das Nitro. Und wenn ich verliere, bin ich erledigt. Hat er das gesagt? Nicht wirklich. Es ist eher die Art, wie er geredet hat. So habe ich ihn noch nie reden hören. Das wird schon jetzt. Er meinte, dass er der Polizei von den Safe Houses erzählt hat, um die Szene unter Druck zu setzen. Ernsthaft? So ein Arschloch. Dachte, ich kenne ihn. Mach dir keine Vorwürfe, Jess. Ich kann wirklich nirgendwo mehr hin. Aha. Fällt dir niemand ein, dem du vertrauen kannst? Warum rufe ich an? Was? Oh, komm schon. Mach dem Ziel die Hölle ein. Haben wir jetzt keine Safe Houses mehr? Doch, wir haben die Safe Houses noch, okay. Cool. Alle Einheiten, Zielperson zuletzt beim Dupont. Das war sehr schön. Ich zerstöre den Buben. Ja, nein, ihr macht das nicht. Das Einzige, was ihr macht, ist mich verlieren. Subjekt hat uns bei Seabass Ski Resort abgeschüttelt. Ey, die Bremse an dem Ding hier ist halt wirklich, wirklich gut. Sucht in der Gegend, findet sie! So. Guten Tag. Ja, Alec offensichtlich ein richtiger Hurensohn. Dann legen wir mal los, wa? Warte mal, das ist ein Drift, okay. Mit dem hier. Mit ASAP. Drift muss ich halt mit dem Auto hier machen, ne? Das ist ja mein Number One Drifter, Alter. Ah, guck mal, es spielt gerade sogar ASAPs Musik. Sehr wenig Punkte gebracht, weil es ein sehr schlechter Drift war tatsächlich. Also macht es doch einen Unterschied, wie gut ein Drift ist. Das ist schon mal gut zu wissen. Keine Ahnung, warum das Auto gerade nicht so schön driftet, wie ich es erwarte. Also driftet gerade sehr viel schlechter, als ich erwarte. So, wenigstens schon mal in Stufe 4. Ja, also ein Vierfach-Multiplikator. Schade, da habe ich leider verkackt. Also irgendwie konnte ich hier mit dem Ding das letzte Mal besser driften, mit dem GTR, der überhaupt nicht auf Drift gebaut ist und ein Allradauto. Keine Ahnung warum, ey. Das Auto driftet gerade nicht so, wie ich erwarten würde. Okay, es ist gar nicht das Rennen, was ich das letzte Mal mit dem Ding ins gefahren bin. Oh shit, das war nicht gut. Also ich habe eigentlich driften ja auf Gas und Bremse bei dem Auto hier. Oder zumindest auf Gas. Oder auf Bremse und beides funktioniert nicht gut. Ich weiß, dass ich den sonst ultra gerne gedriftet bin, weil er sich halt so gut driften ließ. Aber irgendwie driftet der nicht mehr. Also auch nicht mehr mit so mit Dosieren und sowas. Scheiße, ja, fünffach Multiplikator abgebrochen, gutes Spiel. Das ist jetzt richtig problematisch.
Ich jetzt halt erstmal wieder einen Multiplikator aufbauen muss. Was ja zum Glück relativ gut geht, muss man sagen. Scheiße, einmal Dreier nur eingestrichen. Aber immerhin ist es noch eine Runde. Ich hätte jetzt aber nicht gewonnen, wenn es jetzt schon zu Ende wäre. Also wenn, ne, ich habe jetzt nur noch eine Runde Zeit. Ich hätte jetzt nicht gewonnen, wenn ich die gleichen Punkte nochmal mache. Ich glaube, man versteht, was ich meine. Bräuchte halt jetzt mal wieder einen Fünffach-Multiplikator. Möglichst ohne die 5000 Punkte, die ich gerade habe, zu verlieren, weil dann wären das halt nicht nur 20.000, sondern 25.000 Punkte entspannt. Entspannt? Ja, danke. Und nochmal verpasst. Ja gut, kann ich neu starten. Also ist halt durch. Ich meine, also ich mache das hier heute noch zu Ende. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, warum das Auto so schlecht driftet. Ich muss gleich mal gucken, vielleicht habe ich versehentlich den Scheiß umgestellt. Das war gefühlt schon besser als alles, was ich eben gemacht habe. Das wollte ich nicht, aber ist noch gut gegangen, okay. Das war ganz okay, würde ich sagen. Da ist er überhaupt nicht gerutscht, leider. Schade. Nur vierfach gekriegt für die 6000. So, jetzt ist es mir egal, ob ich den Scheiß verliere oder nicht. Jetzt ist nur wichtig, dass ich das Combo behalte. Meine Güte, ein bisschen Konzentration gerade leider. Ist halt, glaube ich, nicht so ganz spannend zuzugucken, wie ich einfach nur drifte. Und das nicht mal gut. Aber ich muss mich halt gerade wirklich ein bisschen konzentrieren, Alter. Bin mir echt nicht sicher, ob die Driften wirklich nochmal überarbeitet haben oder ob das einfach mehr Spaß macht inzwischen. Das war sehr knapp, muss ich sagen. Aber, also, ich weiß nicht, die haben halt auch teilweise Driftstrecken rausgesucht, wo du denkst so, ja, aber Bruder, ich fahre geradeaus, so, das macht hier nicht so viel Spaß. Und du kannst hier halt auch einfach nicht so gut driften, um die scheiß Kombo aufrecht zu erhalten, ne? Klar, in solchen Kurven kannst du dann umso besser driften. Außer du verkackst es, so wie ich gerade. Alter, maximale Konzentration gerade, aber wirklich. Und das war erst eine Runde jetzt wieder. Ich glaube noch nicht mal eine Runde. Da ist gerade schon wieder fast verkackt. Das wird auf jeden Fall ein 25-Minuten-Part. Wenn wir da nicht sogar schon sind. Ja, wir sind da schon fast. Ich brauche irgendwie 10 Minuten, um eine so eine Runde zu fahren, ey. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt die zweite Runde hier. Wenigstens mal 3000 Punkte gemacht, ey.
Gut, jetzt gerade hätte ich es immerhin geschafft, wenn ich das mal zwei rechne. Das ist schon mal gut. Dass ich jetzt nichts mehr zum hier Nitro geben habe, ist nicht so gut. Leck mich am Arsch. Ja, die Effekte könnten noch ein bisschen krasser sein, wenn sie schon so auf Effekte gehen wollen, finde ich. Ja, ich finde die halt nicht cool. Aber wenn sie das unbedingt wollen, dass das drin ist, dann könnten sie so ein bisschen mehr machen. Naja, für mich hätten die auch ganz weglassen können. Bei dem Auto ärgert es mich auch, dass ich immer noch keine Unterbodenbeleuchtung eingebaut habe. Bei dem Königreck sehe ich es halt nicht. Da finde ich es halt einfach nicht cool. Das ist halt einfach ein Luxusauto. Also ein Luxus-Supersportwagen halt. So, wir brauchen noch 6000 Punkte. Die haben wir hier schon. Also gewonnen haben wir schon. Außer ich verkack's jetzt nochmal. Zum Beispiel, indem wir ins Ausfahren. Oder nochmal crashen, weil crashen zerstört ja theoretisch auch deine Punkte. Die Kurve hier finde ich halt auch richtig scheiße zum Driften. So, die ist halt nicht cool gemacht. Die ist halt ultra eng. Mit nicht zerstörbaren Planken. Ich meine, ich könnte es auch safe machen, dass ich den Scheiß schon mal auf jeden Fall gewonnen habe. Okay, habe ich gerade unbeabsichtigt. Weil ansonsten hätte ich es ja wirklich noch verkacken können. So, meine Güte, ey. Was wird das, ein 28-Minuten-Part? Ja, haben wir jetzt schon fast. Also wahrscheinlich sogar ein 29-Minuten-Part. Boah, Bruder, ey. Ja, upsi, halbe Stunde Spiel. Gut, dass ich heute noch ein bisschen mehr aufnehmen wollte. Ich werde aber gleich erstmal kurze Pause machen, was essen. Ich habe nämlich echt Hunger. Schon wieder, ich esse heute irgendwie den ganzen Tag nur. Also ist jetzt nichts Neues, dass ich den ganzen Tag nur esse, ne? Wie viele Punkte haben wir? Knapp 300.000. Ich habe gerade überhaupt nicht mehr darauf geachtet. Ah, 288 ist okay. 60 Schleifen gemacht. Gut, 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 gut. Habe ich eigentlich das Rennen mit dem Murcia Lago verkackt oder ist das das hier? Das ist das hier, okay. Gut, ich würde sagen, da sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis dahin. Tschüss.